Ja, herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin die Sonja. Ja, mittlerweile bekannt. Ich bin der Dirk und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr dem Datum da unten entnehmen könnt, wollten wir euch eigentlich an diesem Wochenende mitnehmen zur CMT nach Stuttgart. Aber die ist ja leider mal wieder Corona zum Opfer gefallen. Tut mir wirklich leid für das ganze Team da unten. Tja, war immer nett. War immer nett da unten. Aber wir haben ein schönes Alternativprogramm für dieses Wochenende zusammengestellt. Und wie ihr seht, wir haben den Sorento vollgeladen. Aber wir werden natürlich nicht mit dem Auto hier. Nein, wir sind auf Tour. Und womit? Das zeigen wir euch gleich, weil wir brauchen jetzt erstmal ein Wohnmobil. Und dafür werden wir jetzt erstmal sorgen. Also, bis gleich. Machen wir es nicht so spannend. Die unsere Videos kennen, die wissen, wo wir gerade hinfahren. Je nebliger das wird, umso mehr kommen in die Eifel. Ja, gerade mal ein paar Sätze, wie das Ganze hier entstanden ist. Wir hatten, ich glaube, ganz zu Beginn unseres Griechenland-Urlaubs hatten wir die Zusage von Nisman Karavaning, dass man uns für die CMT ein Wohnmobil zur Verfügung stellt. Und an der Stelle erstmal dicken Daumen nach oben und vielen, vielen Dank nach Bolch. Dann kam allerdings die Absage der CMT und dann waren wir natürlich ein bisschen traurig, weil wir gedacht haben, was machen wir jetzt an dem Wochenende? Wir haben aber dann mit ein paar Telefonaten eigentlich ein schönes Alternativprogramm auf die Beine gestellt. Näheres verraten wir jetzt mal noch nicht, seht ihr im Laufe des Videos. Und ja, so hat uns dann Nisman Karavaning dann auch das Fahrzeug hier für dieses Wochenende belassen. Ich weiß, was es wird. Ihr noch nicht. Ich kann nur so viel sagen, ich bin jetzt schon schweißgebadet. Aber zeigen wir euch gleich. Eins kann man schon mal sagen, ob man für 3 Tage wegfährt oder für 3 Wochen. Der Aufwand ist derselbe. Der Aufwand ist der gleiche und die Menge, ja, ist vielleicht nur bei den Klamotten und Lebensmitteln. Aber seht ihr alles gleich. Jetzt erstmal hier in den Nebel. Jetzt erstmal in die Anmeldung und dann schauen wir mal, wo der Oliver Kratz sitzt. Ja, wir sind bei der Fahrzeugübergabe und sind gerade mal außen rum, rund ums Auto. Sonja ist jetzt gerade mit dem Mitarbeiter drin, lässt sich mal den Innenraum noch zeigen. Das ist natürlich der pure Luxus für uns. Wir haben alles dran, sogar eine Hubstützenanlage. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich bin jetzt schon schweißnass, wenn ich das Auto hier gleich rausfahren muss. Weil so groß bin ich gefahren. Aber schick ist er. Was für eine Aussicht. So, da haben wir auch mal scharf gemacht. Wahnsinn. Also das ist das, was mich am meisten im Moment schon nervös macht, dieser Bereich hier vorne. Ne? Aber schauen wir mal nachher auf der Autobahn, wie das wird. So.
Ja, so sieht das hier aus für 4 Tage. Es ist nicht so, dass der Masterline keinen Stauraum hätte, ne? Aber das ist natürlich hier für ein paar Tage schon heftig. Naja, also Stauraum kann man nicht meckern. Das ist hier genug. So, ihr Lieben, jetzt geht los. Erste Mal im Sprinter. Schweißgebadet. Gut, dann Richtung Autobahn. Erster Stopp haben wir dann nach knapp. Ja. Else erklärt mir den Weg nach. Ups, jetzt hätte ich meine verraten, wo wir hinfahren. Den ersten Stopp haben wir nach 5 Kilometer gemacht. Die Backbleche haben gerappelt oben im Backofen. Und wer mich kennt, weiß, ich kann alles. Ne? Aber. Jo, ansonsten völlig neue Erfahrung. Eben gesagt, kommt man so ein bisschen vor wie im Aquarium. Ne? Aber. Das ist schon ein Raumgefühl. Wahnsinn, riesige Spiegel. Naja, wir fahren noch ein bisschen. Also das Wetter spielt schon mal mit. Strahlender Sonnenschein. Also gerade eben hat der Dirk gesagt, er spielt da nicht an den Knöpfen rum, ne? Aber es sind aber auch so viele. Das ist verlockend, ne? Ja, ich bin schon mal dran gewöhnt. So, ich überhole mal. Oh je. Ja, ist schon mal eine gute Gelegenheit, sich so ein bisschen in den Mercedes hier einzuarbeiten. In die ganzen Menüs und jedes Knöpfchen, was man so drückt. Da haben schon den Distronic haben wir schon getestet. Läuft auch ganz gut. Also alles Sachen, die man nicht braucht, aber die sind halt da. Für ein Spielkind völlig in Ordnung. So, erste Pipi-Pause vor Pforzheim. Schöner Stellplatz hier, was heißt Stellplatz? Schöner Rastplatz hier, aber für Wohnmobile und Lieferwagen. Also mit dem Automatikgetriebe ist ein Traum, ne? Das muss ich jetzt echt schon sagen. Ansonsten ist das natürlich ziemlicher Brocken, aber macht Laune. So, an der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Moment, stell mal die Kamera ab, ist einfacher. Ja, eine Sache, die recht gut ankommt bei euch, das haben wir in den letzten Monaten immer wieder zurückgemeldet bekommen, sind die Rabattaktionen, die Revolution Race anbietet. Kommt immer so alle 3-4 Monate bei uns auf dem Kanal, haben wir jetzt aktuell auch wieder mit dem Rabattcode Avanti15, findet ihr auch unten nochmal in der Infobox, auch den Link, gibt es jetzt für die nächsten 5 Tage 15% Rabatt aufs gesamte Sortiment, gilt allerdings nur für Besteller aus Deutschland und aus Österreich. Die Schweizer sind leider außen vor. Und ja, ich habe auch wieder zugeschlagen, das nennt sich jetzt Cyclone Rescue Jacket, ist eine dreilagige Membranjacke, sehr winddicht, ziemlich wasserdicht und ja, ist natürlich jetzt keine ausgesprochene Winterjacke, aber wenn man einigermaßen was Vernünftiges, Dickes drunter zieht, wie jetzt hier diesen Fleece-Pulli,
dann geht es auf jeden Fall. Und wenn es zu warm wird, kann man hier unten auch noch mal lüften. Ne? Dann muffelt es nicht so. Jetzt werden wir noch ein bisschen weiter räumen und dann schauen wir mal, wo uns der Weg heute noch hinführt. Ihr habt doch keine Ahnung, wo wir hinfahren, oder? Tja, und wo wir hier so schön im Stau stehen, Mausi liest Bedienungsanleitung von Zermetis. Ja. Alles gut. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen über das Programm dieses Wochenendes reden. Wie gesagt, ursprünglich war CMT angesagt und damit natürlich auch ein Haufen Videos, ein Haufen nette Gespräche und alles Mögliche, was wir so vorhatten. Geht jetzt natürlich nicht. Wir haben dann vor einigen Wochen mit einigen Beteiligten bei Hümer telefoniert und sind jetzt eingeladen, morgen am Freitag dann mal in Hümer ins Werk zu kommen. Nicht in Hümer, in Bad Waldsee. Bleibt trotzdem drin, gibt keine Outtakes. Und werden da morgen mal eine Roomtour filmen. Wir haben noch ein paar andere Themen, die wir in Videos mal festhalten wollen und das machen wir morgen mal. Quasi ein Blick hinter die Kulissen. Ja, ich glaube hinter die Kulissen. Also ins Werk werden wir sicherlich nicht kommen. Okay. Aber ist ja auch alles wegen Corona im Moment nicht so ganz einfach. Bevor jetzt wieder Stimmen kommen, ich weiß im Moment kommt immer wieder irgendeiner, der was zu knottern hat. Wir werden natürlich jetzt kein Hümer-Kanal, wie ich das jetzt irgendwo gelesen habe. Wir wären genauso wenig ein Hümer-Kanal, wie wir die letzten 4 Jahre ein Lastrada-Kanal waren. Aber, das muss man ganz klar sagen, und da sind wir auch ziemlich froh drüber, das Ganze mit Hümer lässt sich komplett anders an, als in den 3,5 Jahren mit Lastrada. Und deswegen sind wir ganz dankbar, dass das halt wirklich so auch funktioniert. Und dann nehmen wir das natürlich auch gerne mit. Was natürlich nicht heißt, wenn an dem Auto nachher Mängel sind, dass wir da nicht auch drüber reden. Klar, also wenn ich das im Moment lese mit gekauft und Hümer-Kanal, dann schwillt mir der Kamm. Deswegen, das muss jetzt hier auch mal raus. Dann haben wir aber am Samstagabend noch ein Highlight. Ja, die meisten bei Instagram haben es schon richtig geraten. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass Kai auch wirklich das Land verlässt. Ich habe mich die Woche schon angeboten, ihn bis nach Travemünde zu eskortieren, um sicherzustellen, dass er dann auch wirklich mal für ein Jahr weg ist. Nee, wir feiern natürlich noch riesig Abschied mit allen Beteiligten, mit Timo, mit Jens, mit Julia. Und das haben wir Samstagabend noch vor. Sonntag werden wir dann ausnüchtern. Und dann am Montag fahren wir dann wieder zurück und geben damit das den Hümer wieder ab. Also wird ein lustiges Wochenende. Und das Wetter glaubt auch kein Mensch. Ne? Wir hatten die letzten Wochen eigentlich nur Scheiße zu Hause. Ne? Ja. Ja. Und die nächsten 4 Tage ist es top gemeldet hier unten. Und danach wird es wieder öselig. Also alles richtig gemacht. Und jetzt ist genug gequatscht. Jetzt fahren wir weiter. Also fahren. Stehen. Also die da fahren. Stehen ist angesagt. Käffchen. Oh, die Sonne. Oh, die Sonne knallt da richtig rein. Aber wir wollen nicht mehr. Naja, jetzt ist sie mal da. Ich wollte ganz. Boah, seht ihr das? Boah, da, ne? Ja, Einkäufe erledigt. Der Kühlschrank ist riesig. Aber ich glaube. Wir haben noch Platz. Ja, da ist noch Platz. Und vor allen Dingen, er kühlt gut. Ne? Ist ja auch für uns schon mal ein Test in Richtung Absorber. Jo, ansonsten, für die 3 Tage brauchen wir ja nicht allzu viel. Jetzt gibt es erstmal ein Käffchen und dann fahren wir über Land weiter Richtung, was haben wir gesagt, Biberach und dann von Biberach nach Bad Waldsee. Ich denke, da wir heute Abend am Museum übernachten
alles gut. Wir stehen jetzt am Erwin-Hümer-Museum in völliger Finsternis. Wir haben jetzt 7:30. Jetzt gibt es was zu essen. Schweizer Wurstsalat. Klar, muss man hier im... Ist das jetzt Schwaben? Boah, tödliche Verwechslung. Ja, wir sind in Schwaben. Das ist nicht Baden. Das könnte übelst hier aufstoßen. Könntest du einem Attentat... Nee, wir sind in Schwaben. Aber es gibt den auch, glaube ich, als schwäbischen Wurstsalat. Jo, bisschen Datensicherung. Und viel mehr passiert hier heute nicht. Ich werde noch die Betten gleich gemacht. Und dann geht es morgen früh um 8 Uhr weiter. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Guten Morgen aus Bad Waldsee. Bei minus 6 Grad. Oh, ja, wir müssen gleich mal gucken, der Hümer hat irgendwie eine Sperre bei der Alde-Heizung, die den Schlafbereich von der Heizung abkoppelt. Und bei mir war es hinten irgendwie ziemlich kalt, habe ich aber gern nachts, gar kein Thema. Aber jetzt irgendwie tagsüber müssen wir mal gucken, wo wir das gleich umstellen können. Ich glaube, das ist irgendwo hinten im Laderaum, da... Kann man so einen Schalter umlegen, dann ist der Laderaum beheizt und auch der hintere. Also das Wochenende ist insofern schon mal ganz gut, um ja, ein bisschen zu lernen, wie das dann nachher auch bei unserem funktioniert. Jo, das Hümer Werk ist im Nebel versunken. Ja, ganz da drüben. Hümer Museum. Da werden wir vielleicht, wenn alles klappt, mal noch morgen reingehen. Und jetzt wird erstmal gefrühstückt. Ja, die Kiste hier ist wirklich volle Hütte von Niesmann. Mit satt, mit zwei Fernsehern. Wir haben Klimaanlage drauf, also Hubstützen, alles, was wir bei Gott nicht brauchen. Vielleicht da ein bisschen Werbung. Niesmann Caravaning hat insgesamt 60 Fahrzeuge in der Vermietung, davon alleine 20 Concorde. Also wer da mal Interesse hat, mal für eine Woche so ein bisschen Glamping zu machen, der kann sich da auch gerne einen Concorde mieten. Ansonsten, ja, den hier haben sie. Und dann geht's halt weiter mit diversen Bürstner-Teilintegrierten. Ich glaube, ein paar Sunlight haben sie auch noch. Aber wie gesagt, 20 Concorde in der Vermietung, da ist für jeden was dabei. Wie gesagt, wir brauchen den Luxus normal nicht. Tja, natürlich... Wobei, irgendwie ist hier warm drin. Da ist der Umschalter. Ja, das ist eigentlich nur der beheizte Boden. Ne? Mal umräumen. Also warm ist es hier drin, aber ich habe jetzt mal noch den Boden beheizt. Mal mit der Bedienungsanleitung von der Alde gucken. So langsam kommt auch die Sonne raus. Ja, jetzt fahren wir mal mit diesem Schlachtschiff rüber zum Erwin Hümer Center und da werden wir dann von Jens und Katharina in Empfang genommen. Und dann gucken wir mal, was heute alles so passiert. Head of EHC. So, ich glaube, hier den jungen Mann kennt er noch aus dem, da ist er, aus dem 600er Video. Ja.
Jawohl. Heute darf er uns eine kleine Nummer kürzer. Heute gehen wir auf 45, ne? Richtig. Ja. Und ja, die... Klein und fein, andere, aber immer noch... Aber hör mal, das Blau gibt's doch nicht mehr von Fiat, oder? Natürlich. Klar. Natürlich, okay. Ich wollte gerade sagen, weil... Nein, also bei uns gibt's das schon noch. Ja. Weil es ist eine Sonderlackierung, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht, dass dazu jetzt... zu einem Händler gehen kann und sagen kann, ich möchte mir hier frei konfigurieren und Chromblau Metallic bestellen, das geht nicht. Okay. Das hängt einfach auch ein Stück weit mit unserer Stückzahl zusammen, die wir dann abnehmen. Weil Fiat macht es hier jetzt wie Ford, ne? Sie können es in allen Farben haben, solange es schwarz ist. Ne? Genau. Ja, die erste Roomtour haben wir jetzt gefilmt mit dem 540er. Das ist schon ein etwas älteres Modell, will ich nicht sagen. Der hier ist Baujahr 21, ist ein Pressefahrzeug. Den haben wir deswegen gefilmt, weil wir dieses System hier heute noch vorstellen wollen. Das ist das Backrack Plus System. Geht hier auf der Seite weiter. Bisschen dunkel jetzt, aber das zeigen wir noch in einem extra Video heute. Da warten wir jetzt aber noch auf den Alex, der uns das dann zeigen wird. Auch zu einem, also wie ich finde, könnte mich jetzt wieder schlagen, zu einem ziemlich attraktiven Preis. Aber wartet da einfach mal bei uns auf dem Kanal, da kommt ein extra Video. Ja, da fährt er hin zum nächsten Pressetermin. Da hinten steht übrigens ein Fahrzeug, das haben wir auch schon mal gefilmt. Da der schwarze Free S600. Den hatten wir schon mal in Polch. Ja, hier stehen dann Großteil auch der Pressefahrzeuge. Und heute ist um 12 Uhr hier Feierabend. Also wir haben noch 5 Minuten. Und dann ist auch für uns hier Feierabend. Hier gibt es noch einiges zu sehen. Wir zeigen euch heute noch ein bisschen Bad Waldsee. Heute, vielleicht morgen früh noch, bevor es dann weiter an den Bodensee geht. Zu Timo und Jens und Kai. Und, aber ich glaube, das packen wir dann in ein zweites Video. Das wird dann nochmal bestimmt interessant. Ja, kurze Pipi-Pause im Woni. Und dann wollen wir mal noch gerade kurz durch die Ausstellung hier im Erwin Hümer Center. Wollen doch mal gucken, ob die einen 550er T in der Ausstellung haben. Wenn wir mal Probe sitzen können. Tja, hier steht auch einiges in der Halle. Hm. Neuer Tramp S 585. Das ist 680. Nö, haben Pech gehabt. Naja, jetzt laufen wir mal noch über die Außenausstellung und dann fahren wir mal zurück zum Museum und dann schlendern wir mal noch mit euch durchs Museum. Ja, das war ein interessanter Vormittag heute. Oh, wenn man überlegt, wie viele Produktmanager und Mitarbeiter wir da heute Morgen lahmgelegt haben. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ist irgendwie, lässt sich anders an als bei unserem letzten Hersteller. Ganz happy.